Was sind Sie für ein Unmensch? Sie können doch keinem Teenager seinen Backofen wegnehmen. Oh mein Gott, bitte nicht. Hi und herzlich willkommen zu Part 3 meines Horse Ranch Let's Plays. Wir sind hier quasi in der Situation, die wir beim letzten Part verlassen haben. Milo hat gerade Stacy reingebeten, denn sie stand ja hier im Schneesturm gerade draußen vor seiner Tür. So hat ja der letzte Part geendet. Und er hat sie jetzt reingebeten, weil natürlich bei dem Schneesturm kann er sie natürlich nicht draußen stehen lassen. Es ist halt auch seine gute Freundin. Ja, ihr habt mir diesbezüglich allerdings auch wirklich, wirklich gute und sinnvolle Sachen in die Kommentare geschrieben. Also ich weiß ja, dass meine Zuschauerschaft aktuell aus zwei Lagern besteht. Das Lager, das Stacy toll findet und das Lager, das Elena toll findet. Und es ist natürlich für mich jetzt ultra schwierig zu entscheiden, wen Milo aktuell besser findet. Also ich würde tendenziell momentan tatsächlich sagen, ich glaube nicht, dass es mit Elena was wird. Ich glaube aber auch, also es macht auch Sinn, was ihr sagt, dass Milo halt eine Schwärmerei für Elena hat und es demnach halt irgendwie ein bisschen unrealistisch wäre, wenn er jetzt plötzlich, haben die jetzt gerade schon wieder miteinander geflirtet? Sie ist, ja, natürlich. Ich habe das nicht gemacht, Leute. Wir waren ja gerade sogar in dem anderen Bildschirm. Ich konnte das ja gar nicht klicken. Also, es ist schwierig, wirklich, weil ihr habt absolut recht, Milo schwärmt aktuell für Elena und jetzt hat sie aber irgendwas gemacht, was er gerade nicht so toll fand. Er schwärmt für Elena und für so einen Teenager ist so eine Schwärmerei natürlich schon irgendwo auch bedeutsam, würde ich jetzt mal behaupten. Also ich denke jetzt nicht, dass er halt Elena einfach so komplett vergisst und aus seinem Kopf streicht, weil da kommt ja die Alternative Stacy. Das wäre ja auch Stacy gegenüber irgendwie nicht fair. Das heißt, wir müssten, bevor er mit Stacy was anfängt, definitiv erstmal Elena aus seinem Kopf bekommen. Da war jetzt die Überlegung, ich gucke mal, ob ich den Kommentar noch finde, der, wo das geschrieben wurde, dass eventuell Elena einen Freund bekommt oder eine Freundin, was ich sogar noch besser fände. Also ich glaube, ich fände es sogar noch besser, wenn sie halt eine Freundin bekommen würde. Und ich beobachte die so gerne, die zwei, aber jetzt gerade sitzen die beide einfach mit ihren Smartphones hier. Ich glaube, wir schicken sie jetzt aber auch mal nach Hause, weil es ist ultra spät. Also wir haben mittlerweile einfach schon 23.49 Uhr und morgen ist Schule. Milo ist immer noch total schlecht gelaunt, wobei er gerade ein bisschen Spaß bekommt durch sein Handy, das ist ja auch ganz gut zu wissen. Ja, also ich fände die Idee, glaube ich, ganz gut, wenn Elena einen Freund oder eine Freundin bekommt, weil ich glaube, dann wäre Milo so, dass er sagen würde, okay, dann ist sie halt raus. Also ich glaube jetzt nicht, dass er da irgendwie dazwischen gehen wollen würde, also schon alleine. Ja, er ist halt einfach so ein guter Typ. Ich glaube nicht, dass er jemand ist, der sich halt zwischen eine Beziehung drängt. Ihr habt übrigens den Tipp gegeben, dass wir hier die Wollmäuse nach Wertsachen suchen lassen und das können wir sehr gerne mal machen. Vielleicht bringt sie uns was. Ihr habt mir generell super viele Tipps in die Kommentare geschrieben. Ich danke euch wirklich von ganzem Herzen. Ihr habt mir so viele Ideen in die Kommentare geschrieben, was wir machen können, um an Geld zu kommen. Und das waren so gute Ideen. Ihr seid wirklich der absolute Wahnsinn. Das ist so cool, dass ich euch habe. Ich bin da echt so dankbar für. Milo, geh du mal aufs Klo. Und also ich habe jetzt folgenden Plan, Freunde. Ich habe folgenden Plan für diesen Part. Wir werden tatsächlich morgen mal mit zur Highschool gehen. Morgen ist ja Donnerstag. Wir werden morgen den Donnerstag mit in die Highschool gehen und wahrscheinlich auch den Freitag. Denn mir hatte jemand geschrieben, ich guck mal gerade, klein und crazy, hatte mir geschrieben, wenn du Milo einen Einserschüler werden lässt, kann er vorzeitig die Schule abschließen, dann musst du ihn nicht altern lassen. Und das ist so eine gute Idee, dass Milo jetzt halt vielleicht, ich meine gut, er ist halt erst Dreier-Oberschüler. Es dauert wahrscheinlich ein bisschen, bis er eine 1 bekommt. Aber wenn wir das halt hinbekommen würden, dass er halt eine 1 bekommt und dann vorzeitig die Highschool abschließen kann, dann könnte er ein Teenager bleiben, müsste aber nicht mehr zur Highschool. Und das ist jetzt so ein bisschen der Plan. Ich werde das nicht alles mit auf der Aufnahme lassen. Also macht euch keine Sorgen, es wird jetzt nicht ultra langweiligen nur Highschool-Content hier geben gerade. Aber wir werden auf jeden Fall heute und ich denke auch morgen diesen Part hier spielen und werden dann gucken, morgen sind ja dann die Prüfungen am Freitag, dass Milo da hoffentlich dann gut abschneidet. Also ich glaube, das ist jetzt aktuell halt auch so sein Ziel, damit er eben ja wieder ein bisschen freier ist, dass er halt jetzt wirklich richtig reinhaut in der Schule. Also er ist ja jetzt eigentlich nicht so jemand, der als Ziel hat, super gut in der Schule zu sein, aber er weiß halt, wenn er gut in der Schule ist und die Highschool vorzeitig abschließen kann und er ist ja nicht blöd, also ich glaube, Milo ist wirklich ein kluger und schlauer Typ und deswegen kann ich mir vorstellen, dass er das auch schafft. Ja, und er weiß halt, wenn er das schafft, dann kann er eben die Highschool früher beenden und das ist jetzt sein Ziel. Es ist der nächste Tag und wir werden dann, wie gesagt, dieses Mal mitmachen. Ich habe eine neue Highschool platziert. Ich habe auch so eingestellt, dass jetzt nicht zum Beispiel Yuna in der Highschool auftaucht. Also das ist jetzt alles so ein bisschen so, als wäre Milo halt auf einer anderen Highschool. Also nicht mehr auf der Highschool, auf der seine Geschwister waren, weil das würde ja keinen Sinn machen. Er ist jetzt halt auf einer anderen Highschool in der Nähe eben von Chestnut Ridge, genau.
So, das ist jetzt die Highschool. Ich habe mir tatsächlich dieses Mal den Creator abgescreenshottet, sodass ich euch das dann einblenden kann. Ich habe mir gedacht, das ist jetzt auf jeden Fall mal eine ganz andere Highschool. Die ist jetzt so ein bisschen älter, würde ich mal sagen. Und ich finde, das passte eigentlich so ganz gut so in dieses von Chestnut Ridge, dass das halt jetzt so, wie gesagt, einfach eine ganz andere Highschool ist als die, die wir vorher hatten. Hier sind jetzt die Klassenzimmer, hier können wir dann eben gleich zum Unterricht gehen und hier gibt es halt auch noch so ein bisschen, ja, Kram, wo wir uns mit beschäftigen können. Hier wären zum Beispiel auch Computer, wobei ihr mir auch geschrieben habt, dass es vielleicht ein bisschen unrealistisch ist, wenn Milo jetzt zusätzlich auch noch versucht, sich selbstständig zu machen als Autor. Also nicht selbstständig, aber dass er das halt hobbymäßig so macht, weil er ja ohnehin so wenig Zeit hat und dann wäre das halt echt ein bisschen blöd, wenn er dann ja neben seinen ganzen Sachen, die er so zu tun hat, auch noch sich damit beschäftigen muss. Wir versuchen natürlich jetzt hier unser Allerbestes zu geben. Das heißt, wir werden jetzt hier direkt mal für die Prüfung lernen, weil das ist nämlich hier ein Punkt, den wir abschließen müssen. Und genau, das wollen wir natürlich jetzt. Wir wollen jetzt so gut wie möglich in der Highschool werden, sodass Milo hoffentlich die Highschool dann früher abschließen kann. So, die erste Stunde ist damit jetzt auch abgeschlossen und er soll schon wieder für die Prüfung lernen. Das machen wir jetzt auch mal. Wie gesagt, ich versuche jetzt alles hier so gut wie möglich zu machen. Es wäre halt wirklich fantastisch, wenn wir das schaffen. Und ich finde die Idee so großartig, dass er halt dann einfach mit einer 1 die Highschool früher abschließt, weil er halt auch einfach schlau ist, finde ich, passt das sogar, dass er das macht. Er hat zwar eigentlich keinen Bock auf Schule, aber er weiß halt, dass wenn er in der Schule gut aufpasst, dass er dann eben die Chance hat, ja, wieder mehr Zeit eben für seine Ranch zu haben und alles, was damit zu tun hat. Und deswegen macht er das halt jetzt, dass er sich wirklich dann richtig, richtig anstrengt hier in der Highschool, dass er dann endlich wieder ein bisschen mehr Zeit hat. Oh, und Kai ruft, ach, möchte plaudern. Als ob er nicht weiß, dass sein Sohn gerade in der Schule ist. Aber gut, wir gehen natürlich dran, weil ich meine, das ist sein Dad. Und ich glaube auf jeden Fall, dass Milo da dran gehen würde, um mal zu hören, wie es ihm geht. Und es hätte ja, also es könnte ja auch irgendwas passiert sein oder so. Aber ich glaube, Kai möchte einfach nur so ein bisschen erzählen und wissen, wie es ihm geht. Und natürlich vermisst er auch seinen Sohn, das ist ja klar. Und deswegen will er jetzt einfach mal anrufen und hören, wie es ihm so geht. Vielleicht ist es sogar ein kleines bisschen Kontrollanruf, um zu gucken, ob er auch wirklich in der Schule ist, weil das ist Nelia und Kai ja extrem wichtig, dass Milo halt weiterhin zur Schule geht. Ja, deswegen kann ich mir vorstellen, dass er tatsächlich jetzt sogar so ein bisschen kontrolliert, ob er auch wirklich in der Schule ist. Okay, wir setzen uns jetzt hier zu den ganzen Strebern, die noch in der Klasse sitzen und auch hier anscheinend für die Prüfung lernen oder irgendwie sowas. Oh, Milo geht so schlecht. Es tut mir total leid für ihn. Er hat jetzt überhaupt keinen Spaß. Er ist total müde. Er muss dringend gleich mal duschen und vielleicht machen wir das auch gleich hier in der Highschool noch, weil soweit ich weiß, hat er aktuell auch kein Wasser mehr. Wir müssen dringend gucken, dass wir unsere Rechnung bezahlt bekommen. Der Arme tut mir momentan echt so wahnsinnig leid, weil er einfach so viel um die Ohren hat, was man in dem Alter eigentlich noch nicht um die Ohren haben sollte. Aber er hat gute Arbeit geleistet. Ich weiß jetzt nicht, ob er hier. Nee, also das ist noch nicht gestiegen, aber ich hoffe einfach mal, dass wenn er dann morgen in die Highschool geht, dass er dann eben hier da ein bisschen steigen kann. Genau, ich lasse ihn jetzt mal hier gerade noch duschen und dann gehen wir mal nach Hause. So, und das Wetter hier ist mal wieder fantastisch. Aber ich bin schon mal ganz froh, dass es zumindest nicht mehr schneit, weil das war nämlich auch schon ein bisschen blöd, weil wir da in der Zeit natürlich gar nichts machen konnten. Ich habe mir jetzt gerade überlegt, Milo ist zwar super müde, aber um sein Spaßbedürfnis jetzt mal hier so ein bisschen zu stillen, werden wir jetzt mal einen kleinen Ausritt mit Penny machen. Es ist zwar, wie gesagt, nicht so schönes Wetter, aber ich glaube, dass ihm das ganz gut tun wird, jetzt einfach mal auf dem Rücken eines Pferdes hier ein bisschen durch die Landschaft zu streifen und ich hoffe, dass er nicht vom Sattel fällt, weil er so müde ist. Okay, ich habe es finally geschafft, dass er jetzt losreitet. Das ist bei diesem Spiel echt manchmal gar nicht so leicht, dass die Sims das tun, was man ihnen sagt. Oh, das wäre jetzt aber schlecht, Milo. Das möchte ich nicht. Normalerweise nehme ich das ja immer gerne an, was das Spiel uns gibt. Aber wenn er keine Pferde mag, dann ist er hier halt wirklich grundsätzlich falsch und deswegen drücke ich da jetzt mal nein. Aber es gibt ihm tatsächlich ein bisschen Spaß hier. Er muss natürlich jetzt echt gleich dringend ins Bett und es ist wirklich, wirklich blöd, dass wir jetzt echt nichts geschafft kriegen wegen dieser blöden Schule. Ich glaube, ich werde den morgigen Tag auch ohne euch spielen, werde das komplett rausschneiden, sodass wir dann am Wochenende vielleicht wenigstens noch ein bisschen was hier machen können, so zum Ranch-Leben auch, weil ich habe das Gefühl, sein Leben besteht momentan echt nur aus Schule. Aber es ist richtig schön, dass wir jetzt endlich mal hier so ein bisschen reiten können, auch wenn man sieht, dass das Weide wirklich nicht leicht fällt. Also er muss das wirklich noch lernen. Aber ich glaube, er hat tatsächlich gerade schon einen Punkt bekommen hier in der Reitfähigkeit. Genau, er hat jetzt Level 2 hier in der Reitfähigkeit. Und ich denke, er wird das relativ schnell lernen. Also irgendwann wird er da bestimmt auch nicht mehr ganz so unsicher hier auf dem Pferd sitzen.
und das Ganze auch ein bisschen mehr genießen können, genau. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass mein Spiel momentan wieder ganz schön buggy ist, Leute, wirklich. Guckt euch das mal an. Es stehen einfach alle einfach nur doof in der Gegend rum. Also ich habe hier nicht auf Pause gedrückt oder so, ne? Guckt mal, hier steht Victory, das ist, glaube ich, auch eine Nachfahrin von Luna. Dann steht hier Ebony und hier hinten stehen auch noch richtig viele Leute einfach nur doof in der Gegend rum. Sie bewegen sich einfach gar nicht. Also manchmal, ich weiß halt nie, ob das an meinen Mods liegt oder ob es halt am Spiel selbst liegt. Aber das nervt mich zum Beispiel, weil da geht so viel Zeit verloren bei sowas. Jetzt steht er einfach halt schon eine Stunde hier rum. Wir können einfach nichts tun. Das ist ja nicht so, dass wir. Oh nein. Oh. Es kommt ein Gerichtsvollzieher. Also das heißt, wir werden irgendwas jetzt weggenommen bekommen. Und Milo kippt gerade um. Ich werde ihn mal zurücksetzen, in der Hoffnung, dass ja, dann alles weiterläuft. Anscheinend läuft jetzt alles weiter. Wir müssen jetzt mal nach Hause gehen und hoffen, dass er uns nichts allzu Wertvolles wegnimmt. Und wir müssen hoffen, dass Milo währenddessen nicht umkippt. Wahrscheinlich wird er währenddessen umkippen. Okay, ich habe jetzt nicht aufgepasst, was uns weggenommen wurde. Haben die jetzt ernsthaft was vom Pferd weggenommen? Der kam doch gerade hier raus, oder? Hat er uns jetzt den Präriegras weggenommen oder was? Ja gut, also zu dem Präriegras habt ihr mir sowieso geschrieben, dass ich da auch noch. Nein, bitte nicht, wir können doch gar nicht mehr kochen. Was sind Sie für ein Unmensch? Sie können doch keinem Teenager seinen Backofen wegnehmen. Oh mein Gott, bitte nicht. Ich glaube, er will wirklich den Herd haben. Das kann doch nicht wahr sein. Können wir ihn irgendwie löschen? Ich kann ihn bestimmt löschen, aber da kommt bestimmt. Ja, er freut sich jetzt hier, ne? Er nimmt uns wirklich unseren Herd weg. Wie frech ist das denn? Sind damit denn unsere Rechnungen dann wenigstens bezahlt? Also das wäre ja wenigstens mal das Mindeste, wenn er uns jetzt hier unsere Sachen wegnimmt, dass wir dann wenigstens die Rechnungen bezahlt haben. Auf diese Weise haben sich seine Schulden reduziert. Wenn er jedoch noch mehr Schulden hat, sollte er besser zurückzahlen, sonst steht der freundliche Gerichtsvollzieher von nebenan bald wieder vor der Tür. Oh mein Gott, es ist so furchtbar. Es ist so furchtbar. Es ist einfach so schrecklich schwierig, gerade hier anzufangen. Ich hätte das echt nicht gedacht, weil er ja wirklich alles hat. Wir machen ja nicht mal eine Rags to Riches hier, sondern er hat ja richtig viel und trotzdem ist es so schwierig, hier gerade anzufangen. Okay, also Milo ist gerade zurück von der Schule und ist immer noch ein Dreierkandidat. Warum? Ich habe ihn jetzt gerade alleine gehen lassen, weil ich mir gedacht habe, okay, er hat ja eh alles hier abgehakt gehabt. Eigentlich. Aber jetzt kommt er zurück und ist immer noch ein Dreierkandidat. Leute, sagt mir, was ich falsch mache. Ich hasse es hier gerade alles so sehr. Es ist so furchtbar. Also nein, natürlich hasse ich es nicht. Ich finde das Let's Play immer noch richtig toll, aber es ist so schwierig. Ich hätte nie gedacht, dass es so schwierig ist. In Milos Abwesenheit ist allerdings tatsächlich ein Küken geschlüpft. Wir haben jetzt ein männliches Küken hier auf unserem Hof oder unserer Ranch, womit ich jetzt gar nicht mehr gerechnet hatte, weil Milo hatte ja dieses Brutei da schon vor längerer Zeit mal reingelegt. Ja, wir werden jetzt versuchen, an Geld zu kommen, Leute. Das wird jetzt unsere Mission hier. Wir wollen Geld haben, damit wir unsere Rechnung bezahlen können. Und damit wir. Wie geht das denn jetzt hier mit der Rechnung? Wie geht das? Okay, anscheinend sind unsere Rechnungen aber jetzt komplett bezahlt worden durch den Herd, der uns weggenommen wurde. Das ist ja schon mal immerhin etwas. Das heißt, alles, was wir jetzt an Geld dazu verdienen, ist wirklich für uns. Und das ist ja schon mal ganz gut. So, okay, wir werden natürlich unseren Spinat hier mal ernten. Das können wir gleich mal verkaufen gehen. Dann haben wir ja auch schon mal ein bisschen Geld. Und wir werden jetzt mal hier das ganze Präriegras ernten, weil da habt ihr mir nämlich geschrieben, da können richtig wertvolle Sachen drin sein. Wir werden jetzt hier wirklich versuchen, so viel Geld wie möglich zu verdienen. Okay, wir können ja auf jeden Fall dieses Präriegras dann benutzen, um Penny damit zu füttern. Aber bisher hat er da jetzt noch nichts Großartiges drin gefunden in dem Präriegras. Aber immerhin Präriegras nehme ich an, ne? Das ist ja auch nicht schlecht, wenn wir das immerhin schon mal haben. Und ihr habt mir geschrieben, dass wir hier den Pferdemist verkaufen können. Das ist ja auch nicht schlecht. Wo ist Penny eigentlich? Ich glaube, ich hatte noch nie einen Sim, der so oft kurz vor der Ohnmacht war hier wie Milo. Ja, Milo, leg dich mal ins Bett. Morgen geht's dann weiter. Aber er hat tatsächlich einen Vitalitätsnektar erhalten. Vielleicht können wir den ja dann morgen auch verkaufen. Wir werden morgen auf jeden Fall mal zum Markt. Oh mein Gott, Leute, schaut euch das mal an. 830 Simoleons. Warum kriegen wir denn so viel für eine Flasche Nektar? Wie krass ist das denn? Würde der jetzt noch mehr wert sein, wenn er reifen würde? Weil hier steht noch nicht gereift. Aber wir verkaufen den. Wir werden den sowas von verkaufen. Milo, geh ins Bett. Morgen gehen wir deinen ganzen Kram verkaufen. Das wird so viel Geld bringen. Also ich habe jetzt gerade schon die zwei Wollmäuse im Badezimmer gefragt und die hatten so gar keinen Bock, nach irgendwas für uns zu suchen. Vielleicht hat diese Wollmaus hier mehr Lust?
Nee, Glückslevel ist sehr niedrig. Ich glaube, ich kümmere mich zu schlecht um die Wollmäuse, weil das war ein Tipp von euch. Es ist übrigens der nächste Tag. Guten Morgen. Es war übrigens ein Tipp von euch, dass ich die Wollmäuse nach Sachen suchen lassen soll. Aber irgendwie sind meine Wollmäuse hier gerade nicht so kooperativ. Also die haben irgendwie keine Lust, irgendwas für uns zu suchen. Ich weiß nicht, muss ich die erstmal füttern oder so, dass die ein bisschen glücklicher werden? Ich werde die mal hier mit Staub füttern. Vielleicht geht es ihr dann ein bisschen besser. Ah, oh, süß. Er freut sich richtig. Ah, oh, süß. Okay. Milo braucht dringend wieder Spaß. Aber das ist eigentlich ganz gut. Okay, er hat natürlich jetzt auch riesen Hunger, ne? Iss mal vielleicht ein bisschen was von deinem geernteten Spinat. Oh, er hat eine Himbeere gefunden. Das ist natürlich super, weil die können wir nämlich auch einpflanzen. Die wächst zwar im Herbst, aber ich habe sowieso überlegt, Leute, ob wir uns vielleicht, wenn wir jetzt ein bisschen Geld verdient haben, hier eine Art Dach drüber bauen, um dann ein kleines Gewächshaus zu haben. Weil sonst werden wir, glaube ich, niemals irgendwie Sachen anpflanzen können, um daraus Nektar zu machen. Weil wir brauchen ja Äpfel und diese, hier, diese Beeren da, die man halt zu Nektar verarbeiten kann. Und das möchte ich eigentlich schon ganz gerne machen. Vielleicht können wir das hier pflanzen, die Himbeere, weil das ist ja unterdacht, ne? Dann machen wir das hier. Vielleicht können wir aus der Himbeere nämlich dann auch was machen. Hier ist ja ein Dach drüber, ne? Dann müsste das nämlich eigentlich geschützt sein. Vielleicht tue ich dann auch einfach hier so ein so ein Ding davon hier rüber, weil das ist nämlich, das sind nämlich diese, genau, Weinreben heißt das. Dann tun wir eine davon hier rüber. Dann haben wir zwei Pflanzen, die wir immer ernten können. Das ist dann, finde ich, auch nicht zu viel. Aber wir haben zumindest die Möglichkeit, überhaupt hier irgendwas zu Nektar zu machen. Genau, weil das wollen wir auch. Wir wollen ja ein bisschen was hier auch von dem Pack erkunden, ne? Das soll ja eigentlich so der Hauptfokus sein. So, apropos Pack, wo ist unser Pferd? Wir nehmen unser Pferd, glaube ich, jetzt direkt mal mit hier wo willst du hin, Milo? Tanzen? Nee, gerade nicht. Wir nehmen unser Pferd mal mit hier, um unsere ganzen Sachen zu verkaufen. Und dann können wir nämlich vielleicht mit Penny auch mal den ersten Wettkampf machen. Das fände ich richtig cool, weil ich habe nämlich hier einen kleinen Laden platziert. Der gehört Sienna und Flapjack. Und da können wir nämlich, wie wir das damals auch in San Sequoia gemacht haben mit dieser Mall, können wir nämlich hier dann auch immer unsere ganzen Sachen verkaufen. Und das finde ich richtig schön. So, den habe ich tatsächlich selbst gebaut. Ist alles noch nicht so ganz fertig, aber wir haben auf jeden Fall hier hinten so ein, ja, zwei kleine Stände, wo wir dann eben immer unsere ganzen Sachen verkaufen können. Falls ihr euch die Mod auch holt mit den keine Ahnung, ich blende euch den Namen von der Mod unten ein. Falls ihr euch die holt, ihr müsst hier auf die Tür klicken, Automitarbeiter und dann Marktverkäufer zulassen. Also bei mir steht jetzt nicht zulassen, weil ich es halt schon zugelassen habe. Aber ich habe so lange danach gesucht. Ich wusste einfach nicht mehr, warum das nicht klappt, dass diese Stände hier eröffnet werden. Ja, bis Sophia mir dann irgendwann den Tipp gegeben hat, ja, klick mal auf die Tür. Also falls ihr dieses Problem auch habt, da ist die Lösung. Genau, jetzt werden nämlich die Stände auch eröffnet hier. Und wir werden natürlich direkt mal hier handeln, in der Hoffnung, dass wir vielleicht dann sogar ein bisschen mehr für unsere Sachen bekommen. Und wie gesagt, ich würde super gerne gleich mit Penny hier an unserem ersten Wettkampf teilnehmen. In der Hoffnung, dass wir natürlich da auch ein bisschen Geld verdienen. Also wir müssen natürlich jetzt auch erstmal ein bisschen Geld bekommen, damit wir überhaupt dran teilnehmen können. Und handelst du mit uns? Natürlich nicht. Bist du verrückt? Bei diesen Preisen zahle ich bereits drauf. Hat denn keiner Mitleid mit uns? So, wir verkaufen trotzdem hier unseren Kram, weil wir müssen es ja trotzdem loswerden. Okay, ist natürlich schade, dass wir für unseren Spinat nur so wenig bekommen, aber wir haben halt viel Spinat. Und deswegen, ich bin am Überlegen, ob das jetzt so sinnvoll ist oder ob wir nicht warten, bis wir beim nächsten Mal wirklich handeln konnten, bevor wir unseren Nektar hier verkaufen. Ja, wobei, komm, wir verkaufen den jetzt. Vielleicht finden wir ja nochmal so Nektar. So, und dann verkaufen wir noch ein bisschen Spinat. Ein bisschen behalten wir, weil Milo muss ja auch noch was essen. Vielleicht kann er den gerade roh essen hier. Und dann können wir nämlich mal mit Penny an einem Wettkampf teilnehmen. Ich bin so gespannt, ob wir da überhaupt eine Chance haben, weil Milo ist ja noch nicht unbedingt sicher im Sattel. Also, wir könnten jetzt teilnehmen an dem Fassrennen für Neulinge. Also es wird hier tatsächlich. Oh, Penny geht's gar nicht gut. Okay, also wir sollten uns vorher erstmal um Penny kümmern. Aber hier bräuchten wir jetzt auch Reitlevel 3. Also es ist empfohlen. Aber selbst wenn wir den dritten Platz bekommen, bekommen wir 200 Simoleons. Wir würden 100 investieren und würden selbst für den dritten Platz noch 200 bekommen. Das ist ja trotzdem eigentlich schon mal ganz gut, ne? So Ausdauerrennen. Also wir sind halt eigentlich noch zu schlecht dafür, ne? Aber ich würde es eigentlich trotzdem gerne mal ausprobieren. Ich würde es wirklich gerne mal ausprobieren, hier an so einem Wettkampf teilzunehmen. Aber erstmal müssen wir uns um Penny kümmern, weil ihr geht es nämlich gerade nicht so gut. Und das ist natürlich ein bisschen blöd. Fremder Mensch, gehst du bitte weg von unserem Pferd? Was macht er? Das ist ja nett gemeint, aber das ist nicht dein Pferd.
Er denkt sich wahrscheinlich auch, dieses arme Pferd ist so verwahrlost hier. Muss doch irgendjemand was tun. Milo schafft das schon. Okay, Spaß hat sie natürlich überhaupt nichts. Sozial ist relativ niedrig. Das heißt, wir sollten uns jetzt wirklich ein bisschen um sie kümmern. Er macht jetzt gerade noch ihre Hufen sauber hier. Vielleicht gehen wir noch eine kleine Runde mit ihr reiten. Ich sehe aber, hier ist auch gerade noch Pferdemist. Den sollten wir auf jeden Fall auch einsammeln. Und, aha, sie hat jetzt auch ein Level bekommen hier von der Charakterfähigkeit. Genau, und dann gehen wir jetzt gleich noch eine kleine Runde mit ihr reiten. Ich hoffe, dass es ihr dann was besser geht. Und dass wir dann vielleicht ganz gute Chancen eben haben, hier auch was zu gewinnen. Oh je, Milo. Wobei, er sieht gar nicht mehr ganz so unsicher aus. Es ist zwar noch nicht so, dass er sich jetzt hier wie zu Hause fühlt im Sattel, aber. Oh, das ist ein bisschen kalt, oder? Aber er reitet schon ein bisschen sicherer. Er sieht nicht mehr ganz so unglücklich aus, finde ich, oder? Wir gucken uns mal sein Gesicht. Ja, wobei. Okay, ich habe nichts gesagt. Oh, Milo, das sieht so witzig aus. Ja, aber er bekommt Spaß dadurch, unserem Pferd geht's ganz gut und das ist doch die Hauptsache. So, und dann können wir nämlich jetzt tatsächlich hier auch mal an einem Wettkampf teilnehmen. Ich bin echt gespannt, ob wir da eine Chance haben, ne? Ich meine, jetzt haben wir ja gerade ein bisschen was noch bekommen hier von diesem Charakterdings. Hier, genau, da hat sie nämlich jetzt Stufe 3. Aber Springen hat sie halt erst auf 1. Was machen wir denn jetzt hier von den Sachen? Vielleicht das hier, oder? Ich glaube, da sind wir noch am nächsten dran. Machen wir mal das Westernreiten. Wir machen jetzt mal Westernreiten und hoffen mal, dass wir da was gewinnen können. Weil das wäre ja schon mal ein Anfang. Ach, hier können auch Sachen verkauft werden, Leute. Guckt mal. Also wenn ihr jetzt, ihr braucht ihr gar keine Mod dafür, um Sachen zu verkaufen. Man kann einfach hier zu diesem Haus hingehen. Die anderen Häuser sind, glaube ich, nicht. Ah doch, das ist auch anklickbar, da kann man das Outfit planen. Aber hier kann man Sachen verkaufen und hier kann man auch Sachen kaufen. Also da gehen wir auf jeden Fall auch gleich mal hin. Kai ruft an, aber wir können jetzt leider gerade nicht dran gehen, weil Milo halt gerade jetzt an diesem Wettkampf teilnimmt und das wollen wir natürlich jetzt uns mal angucken hier. Es ist ein Rabbit Hole, wir können leider nicht dabei zugucken, aber ich hoffe natürlich trotzdem, dass wir hier jetzt gleich einen Preis gewinnen. Das wäre natürlich fantastisch, wenn wir damit jetzt ein bisschen Geld verdienen, dass er hier an Pferdewettkämpfen teilnimmt. Wow, wir haben tatsächlich einen Preis bekommen. Wir haben eine Bronzemedaille, aber völlig egal. Wir haben einfach einen Preis gewonnen. 200 Simoleons. Yay! Dein Pferd war ein wenig angespannt, aber eure Leistung hat für den dritten Platz gereicht. Mit ein bisschen mehr Vertrauen und Arbeit an den Feinheiten wirst du mit Leichtigkeit die Ränge hochklettern. Och, wie schön! Wir haben einfach Bronze bekommen. Teilnahmeberechtigung erhalten für Westernreiten fortgeschritten. Okay, da sind wir noch weit entfernt von. Aber wir haben tatsächlich eine Bronzemedaille bekommen. Und das ist so cool. Und es geht tatsächlich jetzt bergauf. Leute, es geht bergauf. Und das heißt, wir gucken jetzt mal, was man hier so kaufen kann. Und ich habe gerade gesehen, man kann hier auch Zwergziegen kaufen. Ich weiß ja nicht, ob wir uns jetzt einen Gefallen damit tun, wenn wir uns jetzt noch eine Zwergziege anschauen. Weil wir haben ja jetzt schon einen Küken, wir haben ein Pferd und wir haben dann eine Zwergziege. Aber irgendwie will ich das gerne. Wir gehen mal gucken. Wir gehen nur mal gucken, was das Ganze kostet. Weil ein bisschen Geld haben wir ja jetzt. Wir müssen uns natürlich jetzt auch einen neuen Herd kaufen und so, aber. Ah, Leute, ich freue mich so. Ich freue mich echt so, dass es ein bisschen bergauf geht für Milo. Und wir haben jetzt Wochenende, das heißt, er hat auch endlich wieder ein bisschen mehr Zeit. So, okay, wir werden, glaube ich, mal Äpfel kaufen. Viele Äpfel, weil wir können daraus nämlich Nektar machen. Und das ist ja auch eine Einnahmequelle für uns. Ich glaube, man braucht immer 3 Äpfel für ein Nektarding. So. Ja, gut, so viel kann man jetzt hier nicht kaufen. Aber mir fällt gerade ein, dass wir ja eigentlich, das habe ich mich auch voll vergessen, ich meine, das macht unser Leben natürlich jetzt nochmal ein bisschen schwieriger. Dass wir eigentlich ja mit der Grundstücksherausforderung spielen müssen, vom Landhausleben weg. Dass wir halt eigentlich gar nichts einfach so im Kühlschrank liegen haben. Und das heißt, ich werde jetzt mal Mehl und Zucker noch kaufen, damit wir halt so ein bisschen was im Kühlschrank haben. Vielleicht noch einen Käse, Kartoffel, Karotten oder so, dass wir halt ein bisschen was zu essen da haben, weil, wie gesagt, wir eigentlich das gar nicht dürfen, dass wir halt einfach so Essen im Kühlschrank haben. Das ist mir gerade auch noch eingefallen. Das müssen wir nämlich auch noch einstellen. So, und dann ist unser Geld nämlich schon wieder ein bisschen dezimiert hier. Aber ich gucke jetzt trotzdem nach einer Zwergziege. Okay. Ich möchte, glaube ich, kein buntes Tier haben, weil das finde ich irgendwie zu unrealistisch, so ein blaues Schaf hier zu haben. Was ist denn jetzt sinnvoller, Milch oder Wolle? Ich glaube tatsächlich, dass Milch uns mehr bringt. Und die Ziegen sind halt auch wirklich total süß, ne? Ich weiß nicht, sollen wir hier so eine graue Zwergziege, die passt ganz gut zu Penny, oder? So vom Aussehen. Ich meine, wir können auch zwei holen, ne? Wir können auch ein Schaf und eine Ziege holen. Aber ich schaffe das im Leben nicht, mich um alles zu kümmern. Nee, wir nehmen die graue Zwergziege, genau. Die graue Zwergziege kaufen wir.
Und die haben wir jetzt in unserem Inventar. Yay! Das ist ja so schön, dass man die einfach in die Hosentasche stecken kann. So klein sind die. Gut, wir werden jetzt mal zurück zu unserer Ranch gehen, weil Milo hat richtig, richtig Hunger. Wir müssen erst mal gucken, was wir da gleich zubereitet bekommen, wenn ich das Grundstücksmerkmal dann hinzufüge. Okay, also ich sehe auch gerade, wir haben hier tatsächlich jetzt etwas bekommen, was wir uns an die Wand hängen können. Dritter Platz. Das ist so cool. Trophäe für den dritten Platz im Westernreiten. Richtig schön. So, und dann haben wir nämlich jetzt hier noch unsere Äpfel. Ich werde mal alles einräumen in den Kühlschrank, was wir jetzt gerade gekauft haben. Ne, die Äpfel brauchen wir. Die brauchen wir für Nektar. Achso, ich glaube, den Pferdemist können wir jetzt nur hier so über das Inventar dann verkaufen, ne? Aber das bringt ja auch schon mal ein bisschen Geld. Ach süß, Milo hat noch so eine erste Schulzeichnung. Wie niedlich. Vielleicht hängen wir die hier einfach mal irgendwo auf. Da hat er einfach ein Pferd gemalt, Leute. Es war vorherbestimmt. Es war vorherbestimmt, dass Milo irgendwann mal hier landet. Er hat einfach ein Pferd gemalt. So, wir werden jetzt einmal wildes Präriegras hier hinzufügen. Das habt ihr mir nämlich gesagt, dass das sinnvoll ist. Ich weiß nicht, warum das unter den Herausforderungen dann ist. Aber ihr habt mir geschrieben, dass man in dem Präriegras halt immer coole Sachen finden kann. Und deswegen mache ich das. Aber zusätzlich, wie gesagt, soweit ich weiß, also Simpali hatte die Regeln nochmal so ein bisschen angepasst. Ihr könnt gerne mal in der Videobeschreibung gucken, wegen den Regeln von der Weltenbummler Challenge. Sie hatte nämlich die vierte Generation jetzt so ein bisschen angepasst auf dieses Pferdepack hier. Und ich weiß jetzt nicht genau, ob rustikales Leben dann noch dabei ist. Falls nicht, dann werde ich das wieder entfernen. Aber ich glaube tatsächlich, dass wir mit dem rustikalen Leben spielen müssen. Und ich finde es eigentlich auch ganz gut, weil dann haben wir nochmal so ein bisschen Herausforderungen. Auch wenn ich momentan halt so gar nicht klarkomme. Aber ein bisschen Herausforderung ist ja nicht schlecht. Allerdings würde ich, glaube ich, hier auch dann guter Boden nehmen, weil ich finde, das macht irgendwie auch Sinn. Also wir können uns ja auch so ein bisschen was Positives eben noch mit hier reinholen. Aber ich glaube, das war es auch. Wenn ihr noch irgendwelche Ideen habt, was wir hier noch hinzufügen sollen, dann schreibt mir das gerne. Aber ich glaube, so ist es auf jeden Fall jetzt erstmal gut. So, und dann brauchen wir natürlich jetzt einen neuen Herd. Ich glaube, da ist leider erstmal nur Geld für einen Gebrauchten. Aber ist ja auch eigentlich gar nicht so schlimm, ne? Oh, mir ist gerade eingefallen, Milo ist ja Laktoseintolerant und ich habe ihm Käse gekauft. Ich bin so blöd, wirklich. Ich bin so blöd. Warum habe ich ihm Käse gekauft? Ich habe da gar nicht mehr drüber nachgedacht, dass er ja Laktoseintolerant ist. Ich finde das so witzig, dass einfach hier Penny jetzt immer so reinguckt. Wenn er dann hier sitzt und irgendwie Fernsehen guckt abends, dann steht einfach hier das Pferd und guckt ihn die ganze Zeit an. Das ist schon ein bisschen gruselig, ne? Wir haben Pferdemist im Präriegras gefunden. Sehr gut. Also Milo erntet hier jetzt gerade nochmal das ganze Präriegras ab und hat tatsächlich jetzt hier was gefunden. Hallo Hund. Wahnsinn, Leute. Also das war der beste Tipp, den ich jemals mir gegeben habe mit diesem Präriegras. Hier ist einfach jetzt so ein Apfelnektar drin gewesen. Der ist einfach... Und wir haben hier eine Birne und die wächst im Winter. Wie cool ist das denn? Okay, die werden wir direkt mal pflanzen hier. Da sind wahnsinnig gute Sachen drin. Ist das nicht schon fast ein bisschen Cheaten hier? Also ich bin mir gerade nicht so ganz sicher, ob das so fair ist, was wir hier gerade machen. Okay, ich habe es gerade verzweifelt versucht, mit dem Pferd ein bisschen herumzureiten. Bin auch gerade extra auf ein anderes Grundstück gereist, weil Milo irgendwie die ganze Zeit wieder von dem Pferd runtergebuggt ist. Ich weiß bei den Bugs halt nie, ist das ein Mod-Problem oder ist es ein Problem vom Spiel? Das ist halt immer so eine Sache, ne? Aber das ist schon ein bisschen nervig gewesen. Aber jetzt ruft gerade Kai an und sagt, hallo Schatz, ich bin's Papa, wann kommst du zu Besuch? Ich habe mir bei deiner Erziehung so viel Mühe gegeben, du könntest zumindest ab und zu vorbeikommen und deinem alten Vater sagen, dass du ihn liebst, oder? Und ich glaube, wir sagen mal, warum kommst du nicht einfach vorbei? Also, vielleicht nicht unbedingt jetzt, aber wir könnten ja auf jeden Fall die Familie nochmal... Okay, jetzt kommt er natürlich direkt jetzt vorbei. Das haben wir uns vielleicht ein bisschen anders vorgestellt. Aber wir könnten ja tatsächlich die Familie nochmal einladen. Allerdings sehe ich gerade, Leute, wie ultra lange ich schon aufnehme. Das heißt, ich werde an dieser Stelle mit diesem Anblick, dass Kai hier gerade Penny kennenlernt, diesen Part beenden. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Schreibt mir wie immer alles in die Kommentare, was euch so durch den Kopf geht. Ich freue mich, von euch zu lesen. Und bis zum nächsten Part wünsche ich euch dann jetzt noch einen ganz, ganz tollen Tag. Wir sehen uns. Bis dann. Tschüss.